Schönen guten Moin zur neuen Folge Dean empfiehlt mit Harry, mit mir. Wir sind am Zahn der Zeit. Wir spielen nämlich Ratchet & Clank auf der PS5. Du hast noch nie PS5 gespielt, ist das richtig? Immer noch nicht. Ich glaube, du hast auch noch nie Ratchet & Clank gespielt. Auch immer noch nicht. Was ich nicht alles weiß. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt beides mal nachholen. Ja, was spiele ich? Rebellenagent oder was muss ich machen? Das ist die Schwierigkeitsstufe. Oh, das vibriert ja alles. Tu mir einen Gefallen, drück nicht R1. Da könnte meine E-Mail-Adresse zu sehen sein. Ja, das kommt nachher ins Outtake-Video. Das ist einfach nur der Schwierigkeitsgrad. So, wir spielen, du spielst Ratchet & Clank Rift Apart und nimm einfach Rebellenagent. Das ist die mittlere Schwierigkeitsstufe. Ich drücke X. Genau, Spiel starten. Ne, warte mal. Achso, ne, doch. Okay, HDR ist jetzt aus. Okay, alles klar. Es liegt, glaube ich, daran, dass wir hier capturen. Alles gut. Denn ohne HDR, aber es ist auch schön. Los geht's. Bam! Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Sieht ja aus wie bei Dingsy hier. Wie heißt es? Cyberpunk. Ja. Jetzt gesagt, das fünfte Element. Noch spielt er nicht, noch ist es nur das Intro. Für Augen, Junge. Also beide. Ich wollte gerade sagen, wen meinst du? Hey, it's okay. See? Just me. Hallöchen. So, das Besondere für Leute, die Ratchet & Clank kennen. Das ist ein weiterer Lombax. Ne? Ratchet ist ja ein Lombax. Oh, krass! Und, wer ist das? Ich verstehe überhaupt nichts. Ist auch echt scheißegal. Weil die Story ist nicht so super wichtig, wobei man auch sagen muss, dass sie teilweise echt schön ist. Also, die haben so zwei, drei schöne Themen, die überraschend gut rübergebracht wurden. Throw a celebration for us? I mean, we haven't done anything heroic in years. What if everyone thinks we're washed up? Oh, what if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Oh, Bender. Bender, BB-8, R2-D2, auch genannt Clank. Ach, das ist doch der Onkel von Die Unglaublichen da links. Sieht so aus, ne? Auf jeden Fall das gleiche Kinn. Ja. Ist jetzt irgendwie verwandt. Das kann natürlich sein. Wir wissen sie auch nicht. Ist ja scheinbar auch, trägt er eine Maske. Schnapp dir deinen Schlüssel. Wir sind im Spiel. Das war das kurze Intro. Jetzt haben wir nochmal das spielerische Intro. Das war tatsächlich auch mein erstes Ratchet & Clank, das ich komplett durchgeballert habe. Und ich war absolut
begeistert. Also war wirklich eines der besten Spiele, die ich gespielt habe. Es hat so viel Bock gemacht. Das hätte ich auch so nicht gedacht. Ich habe es einfach nur geholt, weil die Reviews gut waren und weil es halt auch noch nicht viele Titel auf der 5 gibt. So. Ja, ist ja so. Es gibt ja kaum Spiele. Begib dich zum Anfang der Paraderoute. Sachen kaputt machen. Geil, ne? Man soll die Kisten kaputt machen. Bam, bam, bam. Jo. So, hier nochmal gegen Baum. So, nämlich. Also, wie gesagt, das Spiel. Bam, 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 bam. Großer Spielspaß. Du kriegst nachher verschiedenste Waffen. Die meisten machen viel Bock. Oh, was muss ich hier machen? Ja, steht da ja relativ einfach. Bam! Wir sind gerade auf einer Parade, wo unsere vergangenen Taten gefeiert werden. Das versteht man sicherlich besser, wenn man auch vorherige Teile gespielt hat. Ist er so ein bisschen so ein Superhelden-Boy, oder was? Ja, ist auf jeden Fall viel Geiles gerissen in der Vergangenheit. Und das wird hier halt abgefeiert. So sind die. Wer wäre mal dagegen? Ja. Ne? Oder halt dagegen. Hier da? Ja. Ich glaube nicht, dass man dagegen werfen muss. Ah, nicht. Also, man merkt es schon gleich, also ist schon krass, also ich weiß nicht, heißt es noch DualShock oder heißt es 1000Shock? DualSense heißt er mittlerweile. So. Also wie das Ding vibriert, ist also völlig anders. Also ich, also so haben sich meine Controller, also haben die immer vibriert, meine PS4-Controller, wenn ich die mal geschmissen habe. Und dann nachvibriert haben quasi noch, oder? Kannst du auch kaputt hauen, das Ding da. Ich glaube, das gibt einfach Ammo. Kannst du es wegschießen? Ja, aber du hast halt noch keine Ammo. Na gut, wie kriegt man Hammer wieder? Einfach Viereck. Achso, okay. Genau, Viereck, dein Hammer ist immer ausgerüstet. So, muss ich drauf schießen auf die Schiffe? Ja. Bam, 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 bam. Aber das Spiel ist auch wirklich nachher grafisch richtig beeindruckend. Also da merkt man noch. Also das fand ich eben schon nice. So das, also jetzt das Gesicht von diesem. Ich will sagen Fuchs. Ja, Lombax, du merkst das nachher halt auch, wenn richtig viel los ist und überall Partikel fliegen. Die zerspringen ja auch immer in diese Schrauben nachher, wenn du 20, 30 Gegner auf einmal hast und alles zerspringt. Und es hält halt trotzdem permanent die 60 Frames. Also das ist krass. Also du hast es ja, du hast es eben gesagt. Boah. Mit dem. Dass R2-Tasten, dass die gegenhalten? Tatsache, ey, das ist krass. Hingegen, ja. Du kannst dann halt quasi, ich glaube, wenn du nur halb reindrückst, dann macht die Waffe nur einen Schuss und wenn du voll durchdrückst, dann machen sie mehrere oder so. Jetzt musst du ja Muni rechts aufsammeln. Und das nutzen sie halt bei verschiedenen Waffen. Muss ich den dann hier abschießen? Den muss ich abschießen, oder? Nee, den musst du nicht abschießen, das ist ein Kumpel. Achso, weil der nur einen Lebensbalken hat. Ich geh mal weiter. Genau. Wir sind auf der Parade, wie du merkst, läuft der immer schief. Wer hätte das gedacht? Wow. Einfach mal ein Videospiel, wo alles gut läuft. Was, ich dachte, das gehört zur Show. Ja, die beiden Bösen dann nicht mehr eben. Ja, ich wusste nicht, dass die super böse sind. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen Show. So ein bisschen, dass es so Placebo-Kugeln sind so und wir schießen uns jetzt hier. Was halt ganz geil ist, so diese Magnetschuhe, die ihr zum Beispiel hier nutzt. Ja, du bist ja gerade, alles kippt um und so und du hältst dich ja durch deine Magnetschuhe auf der Straße da fest. Das sind halt. Von wo wird denn geballert hier? Da. Das sind halt Skills, die du in früheren Teilen gekriegt hast. Das ist halt nicht so wie dieses typische, man fängt wieder bei Null an und obwohl man ein Superstar ist, hat man alle Skills verlernt, sondern du übernimmst hier auch Skills aus den letzten Teilen, die du dann einfach schon hast. Geil. Das ist halt irgendwie ganz, ganz nice gemacht. Nö, du musst, das ist wieder ein Kumpel. Okay, cool. Lass da so aus. Kannst du hingehen und dann kannst du da dich ran. Tot machen? Ja. Tot machen oder mitfahren? Erstmal. Mach ich tot. Ja, aber erstmal fahren wir mal mit. Ja, die Story ist auch echt schön umgesetzt. Das ist erstmal für unsere Anzock-Session hier nicht wichtig. Was wir ja machen wollen bei diesen Empfehlungsrunden ist, dass wir mal so ein bisschen in die erste Stunde oder so reingucken des Spiels. Was springt der denn hier rum? Oh mein Gott. Und das geht hier direkt ab. So, ich würde gerade sagen, zieh den Fallschirm, aber er zieht seinen Gogo-Gadgetto-Helikopter. So heißt er tatsächlich. Bist ja auch doch Experte. Gogo-Gadgetto-Helikopter. Oder Gogo-Gadgetto-Copter hieß das, oder? Jetzt kommen irgendwelche Beißhunde. Au. Das ist ja für dich doppelt unangenehm, ne? Du magst ja auch gar keine Hunde. Du warst doppelt unangenehm, doppelt angenehm. Guck mal da, Bob. Weil du das wegschießen musst. Ja, klar. Stimmt. Das Spiel hat auch verschiedene Grafikmodi. Also du kannst hin und her wechseln zwischen einem 60 Frames ohne Raytracing und 4K-Auflösung. Oder halt 30 Frames Bam. Und 4K-Auflösung. Es gibt mittlerweile aber auch einen Modus, der beides kann.
Geil. Wir capturen ja nur in 1080p, deswegen ist das. Kommt das nicht so ganz rüber, aber du kannst mittlerweile halt 60 Frames. Wo soll ich denn hinabgleiten? Ja, da runter. Da? Genau. Ah, okay. Kannst du in 60 Frames spielen und 4K mit Raytracing, was halt diese Spiegeleffekte sind und so. Und das sieht teilweise schon. Also, gerade auch in späteren Welten und so. Ach, schon wahrscheinlich so das schönste Videospiel oder beeindruckendste Videospiel, was ich bisher gespielt habe. Von der, vom rein technischen her. Wow, voila, was geht? Habibi. Kannst du auch gedrückt halten. Okay, stark. Boah, geh du doch mal weg hier. Du hast noch einen Kollegen mitgebracht, was geht? Boah, hast du ihn aufgesehen? Ja, alter Schwede. Das ist wie bei Mario hier, Alter. Direkt. Ja, ich direkt bist direkt drin und pro. Ich habe gehört, einige Leute haben es schwer anzusehen, dass wir bei Mario so einfach so durchgewascht sind. Aber das ist natürlich, wir machen hier keinen 100% Run, sondern wir wollen einfach möglichst viel vom Spiel sehen in möglichst wenig Zeit. Es ist ja auch ein Dean-Empfehl und soll ja auch dann kein Let's Play sein. Genau. In dem Sinne, sondern es sollen Videospiele empfohlen werden, wo der andere denkt, wo einer denkt, dass der andere die auf jeden Fall irgendwie von sich aus wahrscheinlich sich nicht kaufen würde und nicht zocken würde. Genau. Und das soll einfach mal irgendwie so den Gamer-Horizont erweitern vom anderen und natürlich auch unterhalten. Und von euch vielleicht auch, ne? Ja. Also dass wir halt gegenseitig Videospielempfehlungen ablassen. Und klar, ich habe da 1000 Millionen von diesen lila Dingern liegen lassen, ne? Wahrscheinlich. Und, ja, ja. Hier jetzt auch gerade, aber das ist halt auch, wir wollen ja auch möglichst viel sehen. Also es ist halt, es bringt auch nichts, wenn du hier viel für das Game kriegen. Genau, es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du hier 30 Oha. Minuten irgendwie die letzte Schraube suchst. Oh, guck mal hier. Unser erster kleiner Mini-Boss. Ja, da macht ja auch nichts hier. Ja, ist noch recht verhalten. Wir sind ja noch am Anfang. So, das sind meine Kollegen wieder hier, nicht wieder abschießen. Ja, das sind deine Kollegen. So, hol ich mir hier noch ein bisschen. Genau, hier gelb. Mit Donuts zu. Gelb ist Muni, die blauen, die da rechts eben standen, sind deine Lebenspunkte, aber du bist eh gerade voll. Also ja, ich hatte noch keiner getroffen hier von den Lutschern. Du bist auch überragend. Ja, danke. Und du spielst auch gut. So. Das ist so harmonisch heute, ne? Wir sehen überragend aus, aber weißt du, was immer noch das Wichtigste ist? Bescheidenheit. Ja. Das ist unsere größte Stärke von unseren, also unendlich Stärken, wie ich sage. Ja, Clank macht Ratchet ein Geschenk. Oh oh. Immer muss irgendwas schief laufen. Jetzt kommt da so ein Alien mit seinem Gehirn im Glaskasten, weißt du? Dr. Nefarious. Der Erzfeind! Er ist zurück. So, jetzt haut er nämlich ab. Der andere Dimension. Okay. Was war das für ein Fisch? Ein Blobfisch. Der sah aus wie diese, kennst du diese Ikea-Kuscheltiere, wo irgendwelche Kinder mal irgendwelchen Fuchs gemalt haben oder so? Der hat dann auch beide Augen auf einer Seite und die Beine stehen alle ab und daraus haben sie Kuscheltiere gemacht. Ja. So, der wäre nicht auch so ein Fuchs. Ja, den ich wollte gerade sagen, der sieht auch reichlich beknackt aus. Genau. Und so sah auch der Fisch gerade aus. Ich will mich aber nicht beschweren, weil wenn ich einen Fuchs malen würde, der wäre nicht mehr erkennbar als Fisch. So. Dean 2021. Wenn ich einen Fuchs malen würde, der wäre nicht mehr erkennbar als Fisch. Das vibriert sogar, wenn ich einfach nur ein bisschen den rechten Stick hier ein bisschen bewege, dann geht's hier schon ab. Ah, ist auch gerade Action hier, ne? Aber eben, dieser Übergang zwischen Cutscene und Gameplay, ne? Das ist auch schon stark. Relativ fließend. Laufend. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber fließend ist das richtige Wort. habe ich festgestellt gerade. Aber laufen wir aber auch schon. Verfolge Dr. Nefarious, du musst da hin. Achso, okay, ich habe noch kurz die Welt angeguckt. Ich dachte, kannst das, du auch machen. Das fährt dir von alleine. Da. Guck dir das an. Wo hast du das gelernt? Bei Tony Hawk? Mit Andrew Reynolds. Du musst was machen, ne? Das siehst du. Unten, ach so, shit. Unten Viereck mit Andrew Reynolds. Das ist Heel Flip to Blunt Slide. Den mache ich ja auch gerade.
Doch, guck dir das an. Gut finde ich auch, dass das gerade ein kleines Tutorial war, um über die Grinds zu springen. Ja, aber ich habe vor allen Dingen sofort geahnt. Und du hast ja einfach so gesagt, ich mach's einfach nicht. Ich bleibe einfach nicht. Achso, warte, stand da irgendwas? Ja. Dann habe ich überhaupt nicht geahnt. Ich habe nur geguckt, dass ich nicht runterfall. So, alle tot. Achso, hier, warte mal, wie geht das noch? Ah, haben gelernt, genau. Bom! Oh, dann schieße ich gleich noch ein paar Raketen ab. Nichts vergessen. Auf den Hundebangel. Ja, tschüss, Dr. Ork. Wie heißt er noch? Nefarious. Achso, ja. So, hier. Tenacious D. Tenacious D. So, die Blechkanne ist kaputt. Nee, er lebt noch. R2-D2. Oh, ein Glück. Ich liebe Star Trek. Ach, Star Trek ist auch echt mein Lieblings. Teil. Ich hätte fast Battlestar Galactica gesagt, aber das wäre richtig gewesen. Das wäre peinlich gewesen. Das wäre unangenehm gewesen. Ja. So, hier haben wir unseren ersten Shop. Ja, müssen wir was machen jetzt? Ja, wir müssen eine Waffe müssen wir kaufen. Schmetterbombe finde ich auf jeden Fall gut. Schmetterbombe ist quasi die Granate und der Vollstrecker ist quasi die Schrotflinte. Die kann ich auch empfehlen. Die ist nee, dann nehme ich Schrot. Ja, die ist super nice. Nee, komm. Nee, ich will das nicht. Nein, ich will die direkt kaufen. Ja, ach, gedrückt halten, okay, genau. Cool. Ja, tschüss. Wolltest du ja auch nicht im Shop rumhängen, sondern ballern. Ja, genau. Ein bisschen ballern. Ritsch, ratsch, mit Dreieck gedrückt halten, dann kannst du die Waffen wechseln. Er sitzt auch automatisch auf der Schrotflinte. Oh, was ist das denn? Geh nur mal zum Zahnarzt, Leute, bitte. Guck mal, da siehst du auch, wenn du R2 halb drückst, hast du einen Einzellauf. Wenn du R2 komplett durchdrückst, hast du einen Doppellauf. Bam! Bam! Scheiß Köter. War da was? Nee. Ja, aber ich würde einfach schießen. Was. Ja, das ist aber, glaube ich, ein Freund. Ja, okay, dann habe ich den jetzt mal aus Versehen tot gemacht. Genau, du hast keine Muni mehr, deswegen sagt er dir jetzt, wie du die Waffe wechseln kannst. Gedrückt halten. Er hat noch gedrückt, Garten! Jetzt achso, oben. Jetzt muss er nach oben! Tüt! Kann ich das Ding jetzt zerschießen da? Genau, dann musst du. Achso, ich dachte, das explodiert dann ein bisschen geiler. Hier mitmachen? Also das ist der Shop immer noch, ja. Das ist immer noch der Shop, ja. Ja, ja. Ja, links, da links stehen gleich auch wieder Kisten mit Muni und so. Ja, dann lass mich die Leute erstmal tot machen. Also der DualSense, also das ist krass. Ist nice, wie, ne? Wie easy da manchmal irgendwie rumrubbelt so. So. Kann man auch schnell laufen? Ah, okay, alles klar, alles klar. Ja, wir sind über Battlefield. So, okay, tot. Das sind alles Freunde wahrscheinlich. Du auch. So, der ist mal explodiert hier. Hahaha. T-Baggen. So, jetzt gehen wir nochmal eine Runde Muni holen. Ja, das ist halt dieses HD-Rumble so ein bisschen, ne? Das ist echt, echt nice. Du spürst nachher auch, wenn irgendwie Regentropfen auf dich fallen, so, dann vibriert er auch leicht und so. Das ist schon echt, echt ganz witzig gemacht. Gut, die sehen auch irgendwie alle aus wie aus Men in Black. Ja. Entkommen. Aber wir müssen noch. Kang und Kodos. Nee, wie heißen die? Blip und Bob. Boah, die Namen kann ich nicht, ey. Was war das gruseligste Alien für dich aus allen Men in Black Teilen? Fällt mir sofort eins an, also Freunde. Ja, aus der. Ja, also den zweiten Men in Black finde ich. Da links also war eben Energie ganz, und Muni. Ganz ne? Schön scheiße. Scheiße, jetzt habe ich schon ganz ja, getriggert hier. Alles nach Men in Black 1 war irgendwie so Mittel. Ja, aber welches Alien findest du irgendwie am ekligsten? Also das ist ein Alien, aber in der Menschenhaut. Edgar, so ja, der gut. Aussieht. Vincent D'Onofrio. Stimmt, der hieß Edgar, ne? Mhm. Ich fand diesen, ich weiß gar nicht, ob das war im zweiten, glaube ich, der Postbote, der unten beim Postamt unten in diesem Schrank sitzt und die Briefe wirft mit seinen 8 Armen. Kannst du dich an den erinnern? Da sitzt ja. Er in so einem Regal mit Kippe im Mund und hat ja. 12 Arme und der guckt einmal so hoch oder so rein, als sie die Schublade da öffnen. Und ich fand den so ekelhaft, den Typen, ey. Das sieht richtig eklig aus. Tony Shalhoub spielt da auch mit. Wer? Im ersten. Tony Shalhoub. Wer ist Tony Shalhoub? Monk. Ach so. Der spielt auch diesen Jeep, so der wieder heißt. Boah, das war so der Kopf. Da schießt Tommy Lee Jones ihm noch den Kopf weg mit irgendeinem super Blaster-Ding. Und dann wächst der Kopf so nach. Ach ja, stimmt. Das klickt jedes Mal so. Ja, stimmt. So, L1 Spaltstrahler. Das ist ein Spalt. Oh, guck mal. Das ist auch nice, oder? Alter, ich hab neulich VR gezockt, Junge. Das war auch krass. Da habe ich so ein Ballerspiel geballert. Das ist schon heftig. War ich in so einer U-Bahn-Station irgendwie? Ja, nochmal kurz aufgeräumt. Ja, guck an. Man,
So, das muss ich jetzt. Ich habe eben nicht aufgepasst, wir haben die ganze Zeit geladen. Genau, das sind ja diese Portale da oben. Babam. Wenn die gelb leuchten, kannst du die ja mit L1 ranziehen. Ah, okay. Ja, ist klar. Deswegen komme ich nämlich auch gerade drauf. Da konnte man natürlich nicht rumlaufen in diesem Spiel, sondern man konnte sich nur teleportieren. Hey, weißt du noch, wie das hieß? Nein. Hm, stark. Aber es war stark. Ah! Ui, Papi! Also noch so ein. Hoshi. Ah, die haben so einen geilen Namen da, die. Wie hießen die noch? Die Halsabbiker. Oh mein Gott! Ja, dann machen wir mal die Schratze. Bam! Ah, der hätte wahrscheinlich einfacher gereicht. Bam! 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 Das ist hier ein Auto-Aim oder bin ich einfach nur heftig? Nee, du bist einfach nur heftig. Ja, das glaube ich nämlich auch. So, haben wir da noch Muni. Da musst du mal schauen. Da. Die orangenen Kisten sind dran. Bam, bam, bam. Guck. Blaster-Muni aufgesammelt. Sehr schön. So, jetzt fliegen wir wieder durch. Glaub, die Schrauben, die du hier aufsammelst, das ist natürlich unsere Währung. Damit kannst du nachher mal die Waffen kaufen und allen möglichen Krams. Wer sind die da? Ja. Aber wir merken, der Dimensionator ist irgendwie, der bringt so ein bisschen die Dimension durcheinander. Meinst du, ja? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Dr. Necrophilia, oder wie heißt er? Necrophilia, ja. Och, du bist. Ja, ihr seid ja böse! Das sind die besagten Haifüßler. Du bist doch so ein Haifüßler, Alter. Oh mein Gott. So, Master Blaster hier. Ja, guck mal, schön. Genau, man kann selbst als Charakter leveln, du kannst aber auch die Waffen leveln. Looten und leveln. Looten und leveln, das muss drin sein in einem Spiel. Und das ist ja auch nämlich drin auch. Die meisten Spiele ohne sind für mich nur feuchter Schmuck. Oh. So, hier. Kann ich da auch hinternehmen? Oh boy. Also der Übergang und so von Szene zu Szene und so. Das ist schon gut. Schon echt, echt schick das Spiel. Jetzt kriege ich auch schon Kopfschmerzen, wie viel Loot du da immer liegen lässt, aber... Ich weiß auch nicht, was Loot ist. Das sind die ganzen Kisten immer zum Beispiel. Da hinten waren ganz viele so... Kann ich da nicht nochmal zurück? Oh mein Gott, das war faszinierend. Kannst du nicht gleiten. X gerückt halten, weil dieser Gleiter. Ja. Dann war rechts, glaube ich, waren noch ganz viele... Da oben, guck mal, da oben. Zum Beispiel auf der Etage. Ja, das gibt, glaube ich, nur Münzen, dieser kleinen Kram. Ja, aber denn, wenn wir das hier completen, dann... Da, guck mal, oh... Wie schön das alles zerfällt. Hast du mal ein Lego-Spiel gespielt? Nein. Die sind auch sehr befriedigend, wenn du da die ganzen Teile zerballerst und das in seine Einzelteile zerfällt. Das ist ja auch so ein bisschen der Lego-Effekt hier mit diesen ganzen Schrauben. Wahnsinn. Ich wollte nur nach links gucken. Nach links. Da oben musst du hin. Zu dem Portal da oben. Sobald das gelb ist, kannst du hier ranziehen. Batsch. Schön. Hier ist ein Freund, ne? Ja, das sind, glaube ich, Freunde. Ich weiß nicht, ob das alles Freunde sind, aber... Keine Feinde auf jeden Fall. Keine Feinde. So würde ich das nämlich auch sagen. So, habe ich den Loot noch liegen lassen? Ja, hast du. Rechts. Rechts. Rechts! Ich will die Koffer hier. Links! Da. Da noch. Ist aber auch versteckt hier immer alles. Geht. Es gibt halt später noch, So, bin ich fertig? Ja. Es gibt halt später noch verschiedene, Der sieht doch böse aus, oder? Verschiedene Kristalle, die du auch noch looten kannst, die sind teilweise auch versteckter. Tschüss. Und damit kannst du nachher deine Waffen aufwerten. Oh mein Gott, das war eine schlechte Idee. So. Ja, vollstreckt. Ballern hier. Bam! Oh, die ist befriedigend. Ja, komm her. Ende. Komm her. Ah, ist zu weit weg. Danger. Ist zu weit weg. Du bist zu weit weg. Dann geh ich halt hin. So nämlich. Bumm, da ist er tot. Da ist er nämlich tot. Guck mal, das ist nämlich das Taxi aus Dings hier. Super Mario. Fünfte Element. So, ist hier noch Loot? Ja. Rechts. Da, in der Ecke. Das ist aber halt mal alles versteckt hier. Das ja, das war wirklich mega versteckt. Ja, also... So, jetzt geh ich hier nochmal hin, ist hier noch was, da guck mal. Oh, das sind so viele Kisten da. Bam! Oh.
So, kann ich hier noch in den Tresen, hier noch. Oh, das habe ich gar nicht gemacht, um durch die Computer zu hauen. Ja, es gibt das Loot, es gibt Punkte, ne? Nee, es gibt kein Loot, aber es ist geil. Das ist jetzt nichts, dass du dafür jetzt keine Trophäe kriegst oder so, ne? Für irgendwie ja, für auch krass. Vandalismus am Arbeitsplatz oder so, wie sie ihn nennt. Ja, ist doch nicht mein Arbeitsplatz, ne? Von daher geht es in Ordnung. Genau, oh mein Gott, ein Riesentintenfisch. Ja, wie gesagt, die Galaxien sind so ein bisschen durcheinander. Ich kriege hier gleich Schnappatmung. Es passiert so viel krasses Zeug. So, warte mal, ich gehe jetzt erstmal eine Runde looten. So, nämlich. Scheint ja die absolute Essenz dieses Spiels zu sein. So, geh nochmal looten. Wo ist noch Loot? Ist sie noch? Da, nee, hallo? Nö. Ist, kann man da noch looten? Die sehen doch böse aus hier, Freunde. Na, die sehen richtig böse aus. Guck. Bumm. Weggehauen. Bam. Und oh, der ist ein guter. Oh mein Gott, da ist ein böser. Schön die Fresse geschossen. Das ist echt ein wunderschönes Spiel. Vor allem fand ich die Länge auch sehr angenehm. Bam, wie lange braucht man das für also Completen? Also bis Platin habe ich gebraucht so 17 Stunden ungefähr. Oh, das geht. Ja, 17 Stunden würde ich schätzen. Oh mein Gott, das war nicht schlau. Und du musst das Spiel einmal komplett durchspielen und halt ein bisschen Kram sammeln. Oh noch, mein Gott. Und nochmal 10 Minuten im New Game Plus ungefähr. Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Huso. Vor allem das Spiel aus technischer Hinsicht so, macht mir richtig Bock auf die Titel, die so in den nächsten 3-4 Jahren kommen. Also wenn Naughty Dog mal wieder da was auspackt. Oder andere Leute so auf der Konsole, was du da technisch nachher leisten kannst. Das kann glaube ich schon abgehen. Oh mein Gott! Ah! Hör auf, da rum zu tanzen, Nefarious. Es stellt sich raus, wenn du so schreist, dann übersteuerst du. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Hab noch mal geguckt, doch, doch. Oh mein Gott, jetzt können wir noch so ein paar Hunde bängeln. Ah, so Froschhunde. So ein Froschhund. Weil es auch ein Krokodil sein könnte. So ein Krokodil. Kümmer dich mal lieber darum, deinen Bossfighter. Ja, da machst du ganz gut. Oh mein Gott, genau reingejummt. Wie viel Leben habe ich noch? Ich noch gutes Leben? Ja, 11 von 20. Ganz links liegen auch Kisten. Ich kann mich nicht. Zur Not. Sehr gut. Ja, Schwein gehabt. Da rechts vor dir sind. Ja, das blaue. Ja. Sehr gut. Hast wieder dein Leben aufgefüllt. Oh mein Gott. Shit, ich habe nichts mehr. Habe ich noch eine Wumme? Du hast noch den Vollstrecker. Ja, der Vollstrecker hat noch ein bisschen. So, alle zu Matsche zerschossen. Guck mal, der Vollstrecker ist ein Level aufgestiegen. Stark. Geil. Da kommst du aber jetzt gar nicht ran. Der ist zu weit weg gerade. So, verzieht euch hier, ihr kleinen Hundebengel. Da hinten liegt noch Muni, genau da. Ah, nein! Achso. Ja, so, alles gut. Ich dachte, ich block da war Energie, da, aber da ist Muni, genau da. In dieser kleinen Kiste da. Oh mein Gott. Das ist auch ein geiler Effekt. Okay. Dieses Ranziehen da. Warte. Hi! Ja, ich bin aufgeregt. Ich hab nochmal geguckt, tatsächlich übersteuert es immer noch, oder? Nehme ich das Mikro mal so ein bisschen weg. Na! Ich bin halt auch im Game drin, ne? Muss ja klar sein. Das ist auch okay. Da kann man auch mal übersteuern. Da kann man auch übersteuern, aber man kann trotzdem, kann ich ja dann versuchen, da Abhilfe zu lassen, dass du weniger übersteuerst. Du musst es ja nachher schneiden. Ich zerschieß dich, Nefarious. Wieso? Ich springe immer ein bisschen zu spät ab. Ja, du hast auch einen Doppelsprung, den machst du immer nicht. Du kannst halt sparen in der Luft, hab in der Luft nochmal schrecken. Das ist bestimmt eine gute Idee. Also so mit so Dimensionsdurcheinanderbringern zu spielen, glaube ich, da ist noch nie was schief gegangen. Ist so. Genauso wie mit dem Continuum. Das ist auch ein geiler Effekt, hier, wie du hier durch die Welten ballerst, ey. Ich muss auch springen, ne, ab und zu? Ja. Ja, ist schon nice. Da lässt das Spiel immer so ein bisschen so die Muskeln spielen, so, ne? Und sagt mal hier, guck mal, was wir können. Wir können einfach so, ohne zu laden, zwischen den Welten hin und her springen. Was tatsächlich hier alles Welten sind, die wir auch
Verlauf des Spiels alle besuchen. Oh mein Gott. Gut, aber auf Schiffen kennst du dich ja aus. Ah? Scheinbar doch nicht. Haben sie mich zurückgeschossen in meine Heimatdimension. Oder in irgendeine. Oh boy. Das ist bestimmt schlecht. Also gut ist das nicht. Sag ich mal. Was sind die bestimmt in verschiedenen Dimensionen und die beiden Freunde und suchen sich. Oh, geht doch noch da. Hat einen Arm verloren, ne? Hallöchen. What have you done? Who are you? Someone with a lot of questions. Let's go for a ride. Wait, I have to find my friend. Wäre auch praktisch, ne, dass sie jetzt durch Zufall wirklich auch so einen Rucksack hat, wo sie den genau ranhängen kann. Also sie trifft da irgend so einen Roboter auf der Straße. Perfekt. Also manchmal hat man einfach Glück. Ist so. Ein bisschen wahnsinnig, kann das angehen? Ja, er ist jetzt in eine Dimension gelandet, wo er tatsächlich einfach der Oberbabbo ist, ne? Troll, troll. Emperor Nefarious, you have returned early from your conquest. Yes. Oh, ich will nochmal Schluck Korn trinken. Aber pur, damit es nicht so süß ist. Nee, mit Wodka verdünnt. Oh. Ja, ich kenne jemanden. Den habe ich auch mal getrunken. Oder mit der sogar in dem Fall. Und die hat gesagt, die haben auch Cola Korn angeboten. Sie meinte, nee, das ist mir zu süß. Und dann nimmt sie Korn, füllt sich das ins Glas und trinkt den so. Wo ich gedacht habe, das ist wenigstens konsequent. Also es ist super abartig. Also, ich hab die noch nie getroffen, ich bin direkt verliebt. Ja, ich bin auch super stark. Also Grüße, sehr unwahrscheinlich, dass sie das guckt, aber ich fand es stark. Und arbeitig. Aber auch stark. Kennt man die? Ich kenne die, ja. Okay. Du nicht, ne. Okay. So, ich habe nicht aufgepasst. Suche nach Clank. Ihr seid ja durch die Dimensionator-Explosion wurde ihr leider zertrennt. Ja, das habe ich doch gesagt eben schon. Wie das immer so ist. Hört man das? Wie krass. Also ich höre es. Aber tatsächlich, ich habe auch, als ich das erste Mal über PS5 gespielt habe, habe ich auch gedacht, krass, der Controller macht Geräusche. Und dann ist mir eingefallen, dass es der PS4-Controller auch schon kann und ja, man das ja, aber was, ausgestellt hat ja, ja. Und das so genervt hat. Also ich hatte das auch, da dreht meine Freundin immer durch, wenn ich MLB The Show gespielt habe, dann sagt der Bass-Coach immer über dieses Ding was an. Mhm. Und sagt dann immer, round it, go to. Und es kommt halt hier raus und sie denkt immer so, ja. Wo, was kommt das her? Das ist ja auch genau wie, du kannst ja auch die adaptiven Trigger, also dass die R2 und L2 Knöpfe sich schwerer drücken lassen und so, das kannst du ja alles ausstellen, aber ich finde, das ich mein, dafür, gehört schon irgendwie dazu. Ja, also, dafür ist es ja auch jetzt gebaut worden. Genau, ja? Also das gehört schon irgendwie dazu. Schon also bei FIFA ist das zum Beispiel auch, da ist es so, wenn die Spieler dann halt, aber das ist ja so ein typisches, ja, Hauptsache wir machen irgendwas, wenn die Spieler kaputt sind, ist es halt anstrengender mit R2 zu sprinten. Weil du halt doller drucken musst, dann. Ja, dann, gut. Ja, dann denke ich mir so, ja, okay. Ist jetzt nicht so mega nice. Auch da lasse ich es drin, ne? Die werden sich dabei schon was gedacht haben, ey. Nefarious City. Er hat es geschafft. Eine eigene Stadt. Hundebänger. Dieser Schuft. Limoneneis. Limoneneis.
So, warte, bevor wir hier wieder getriggert wirst. Ich sammle Loot. Nein, das ist wie gesagt. Nee, du kriegst ja immer Panikattacken, wenn ich das, was, da was liegen lasse. Ich habe in diesem Spiel Platin geholt. Ich bin die Ruhe selbst. Es kann mir nichts mehr passieren. Ach so, okay, jetzt hat er seine Dings. Okay. Aber er klingt nicht am Start, ist genau. Ach so, er macht die Dinge, okay. Also doch. So. No. We need to go after that ship. How can I get off planet? It's a test. Only royal starships are allowed to leave. Anything else? Phantom can help. Just follow the beat to Club Nefarious and you will find him. Club Nefarious, got it. Oh, and nice work, Secret Agent Zircon. This is so exciting! Ich weiß nicht, ist das hier schon, wo du den Regen auf dem Controller spürst? Das kann sein, dass es woanders war. Hier spürst du noch nichts, ne? Nein. Okay. So, Karte öffnen, Levelkarte. Ich habe jetzt nichts gelesen. Ja, das typische, ne, du siehst unten rechts, also jetzt auf dem Planeten so ein paar Sammelobjekte. Und wir müssen halt, wir haben halt den, wie nennt das, Fog of War. Also erst wenn wir irgendwo ankommen, wird die Karte auch quasi eingefärbt und dann wissen wir, was da liegt. Ich bin nicht sicher. Ob es ein Bug oder ein Feature ist? Nee, ob es wird das Geräusch sein, aber es. Ich hab beim ersten Mal hatte ich eben das Gefühl, als würden einfach die Dinger, die sich da drin drehen, quietschen. Aber vielleicht soll es das Geräusch auch simulieren. Wahrscheinlich, aber das war krass eben. Ich muss auf jeden Fall sagen. Also DualSense ist krass. Ja, ich muss auch sagen, also klar, mit Ratchet & Clank sieht man schon so ein bisschen, was technisch möglich ist, aber wir sind natürlich erst am Anfang. So die großen Kracher vom Technischen her, die kommen in ein paar Jahren erst, so, ne, wenn, wie gesagt, Naughty Dog und Schieß mich tot und so oder irgendwas ballern. Aber der Controller ist schon, ich finde, richtig stark. Der liegt gut in der Hand. Ja, ja. Der hat geile Features. Oder noch nicht hin. Tschüss. Ja, warum fliegen mit den Dingsies? Das macht Spaß. So, Club Nefarious, das ist jetzt so ein Massage-Club oder sowas? Sauna-Club? Ja, so eine Art. Disco. Oh, guck mal, du kannst mal da links gucken. Das, ach nee, ich glaube, ja doch. Kannst du das schon machen können? Ja, genau. Das sind immer so kleine Taschendimensionen, nennen die sich. Das sind so kleine Dimensionsfalten, wo du immer so eine ganz kleine Mini-Aufgabe hast quasi und am Ende ein Rüstungsstück kriegst. Okay. Und das kannst du einmal kaputt hauen, da diesen Kristall, oder? Das sind die Kristalle, die ich eben erwähnt habe. Matsch! Charitanium, mit denen du halt deine Waffen aufleveln kannst. Ja. So. Professionell. Oh, das war 3-4 Mal knapp irgendwie, aber irgendwie hast du es trotzdem hingekriegt. Ja, weil ich Maschine bin. Ja. Absolut. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Ja, aber das war auch verdient. Noch lebe ich. Ja, an der Stelle machen wir schon. Ah. Ja, aber gut. Hab ich übersteuert? Hab ich übersteuert? Oh mein Gott. Ach, Junge, ey. Warum tust du sowas? Damit du ein bisschen was zu tun hast beim Schneiden nachher. Ich mach das nicht. So, wo geht's jetzt hin? Da, nee, das war richtig. Der Weg war richtig. Du bist halt einfach, hast auch nur den Sprung nicht geschafft. Nee, schon da über den. Darüber, über den. Da! Was machst du? Einfach, genau, jetzt einfach da links auf die. Nee, ich nehm gerne noch einen Umweg. Ah, okay. Oh, was aber hier?
Das hast du bei Uncharted gelernt, aber. Glück geküsst hab. Nee, nee. Doch. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ach, guck mal, du bist ein Böser. Das ist ein Böser. Du triffst mich nicht, ne? Hundebengel. Tschüss. Gut, wir haben ja durch Last of Us 2 gelernt. Sind das die Bösen? Sind wir die Bösen? Das weiß man nicht. Jeder hat seine Gründe. Oder? Ist so. Wir wissen auch gar nicht so genau, warum wir die abschießen. Wir schießen die einfach ab. Ja, ich meine, die schießen auf mich, dann schieße ich die auch ab. Guck mal da, die haben angefangen. Ja, die, jetzt haben ich hab den Quatsch nicht angefangen. Haben wirklich angefangen. Ja, ich hab den Quatsch nicht angefangen hier. Tschüss. Du machst aber also unnötig spannend. Doch. Das meinst du das unnötig? Ja, einfach springen, wenn du am höchsten bist, X gedrückt halten zum Gleiten. Nee. Das war nix. Nein, ich lass mich jetzt auf einen Schuss. Passiert dir das auch immer oft? Also wenn du Pip. Immer oft? Wenn du Pip aufnimmst. Du nimmst auch mit der Frontkamera auf, oder? Nein. Nimmst du mit der Backkamera auf? Ja. Okay. Ich nehme immer mit der Frontkamera auf, damit ich auch sehe, dass hier eingerichtet ist und so. Ja, nee, das richte ich hier vorher ein und dann, ich weiß ja, wo ich sitze. Ich sitze also meinen Stuhl. Vor 10 Minuten hast du gesagt, ich sitze am Anfang immer gerade und am Ende sitze ich in den Stuhl gefallen. Das würde ja dann auffallen, wenn du es mit der Frontkamera machen würdest. Ja, würde ich trotzdem so sitzen. Ja, das stimmt, aber dir würde es zumindest auffallen. So, und... So, ich habe jetzt Angst. Ja, musst du, nee, einfach darauf. Das ist ganz easy. Das ist einfach, zack. Und ich will dann immer... Schaffe ich es direkt darüber? Nee, ich lasse es. Ich will manchmal auch so in die Kamera gucken. Cool sein und witzig sein. Aber ich gucke dann immer oft erst ins Vorschaubild. Dann gucke ich mir erst quasi so. Ich gucke guck mich an auch, und gucke dann erst in die Kamera. Also ich guck ab und zu auch einfach, keine Ahnung, irgendwo hin. Manchmal. Ich habe auch schon mal da hingeguckt. So eine, ach nee, warte mal, da ist ja die Kamera. So völlig beknackt. Weil wir brauchen dieses rote Licht, das da drüber leuchtet und uns sagt, hier, pass auf. Da geht's ab, hier reingucken, bitte. Wer schießt mich denn hier schon? Ach, hier schon wieder. Bababab. Sag mal. Warum muss man denn hier auch immer rumschlüpfen auf den Dingern? Rumschüpfen heißt das auch, ne? Rumschüpfen, ja. Was ist ja nochmal schüpfen? Ah, nee, schupfen aus dem Tischtennis. Schüpfen ist nix. Genau, Doppelsprung, so wie man. Bist du noch Tischtennis-Fan? Ja, einfach Doppelsprung, ja. Wir haben hier aber Timo Boll ist ja früh raus wieder. Einfach Doppelsprung und dann. Also, wie geht ein Doppelsprung? So? Ja, springen oder nochmal springen. Genau, das machst du in der Luft und dann machst du Doppelsprung, dann X. Genau, so springst du rüber. Bap, bap. Guck mal, brauchst du nicht mal. Da, guck mal. Brauchst du nicht mal den Glider. Bom. Ah. Ich habe Hunger, Dean. Wie viele Gyros-Teller bestellen wir uns heute? 7, 8? Was isst du vor allen Dingen dann? Dreh dich einmal. Ich glaube, du musst jetzt nicht den Weg zurück, sondern du kannst dich quasi. Das kann ich doch kaputt machen, Alter. Nein, genau. Dreh dich mal nach links. Den Koffer! Da kannst du ja mit der Dimensionsfalte. So, warte mal, da. Erstmal will ich Karte offline, okay. Genau, mit der rechts, nach rechts. Da kannst du mit der Dimensionsfalte mit dem Orangen rechts. Da kannst du dich wieder zurück zum Ziel, zum Anfang bringen quasi. Das war ja nix. Nee, doch, da oben rechts. Ach, da muss ich auch gehen, rein. Was ich heute esse? Ja, können wir ja gleich mal besprechen. Wie, was du heute isst, was wir heute? Ach so, müssen wir es gleich essen? Auch springen, gedrückt halten oder da oder darauf. Gleiten, genau. Da, komm, jetzt hab ich so drauf. Ah, stark. Und da müssen wir wieder rein. Und das ist halt immer so dieser Übergang so zwischen den Welten, ne? Das finde ich immer echt ganz Boing. Nice. So durch diese Dimensionsportale und so. Boing. Ist halt fließend. So, ich brauche Action, ich will Leute abschießen. Ja. Würde ich auch sagen. Genau, wir haben ja. Ich werde mal laufen hier. Du siehst ja auf der Map, siehst ja auch dein Ziel. Im Zweifel. Wer bin ich denn? Du bist der Pfeil und dein Ziel leuchtet da. Und das Blaue ist eine Nebenquest, das Gelbe ist die Hauptquest. Immer Haupt. Genau. Würde ich auch machen. Und du kannst, genau, kannst du einfach mal. Du kannst zurück? Auch, wenn ich umdrehe, so zack, ist jetzt ist markiert. Genau, jetzt siehst du, wo du hin musst. Da geht die Hauptquest weiter. Dann machen wir noch eine Hauptquest. Und das ist halt so auch das Prinzip des Spiels. Du kommst auf verschiedene Planeten. Du hast ganz wenige Nebenquests. Das ist mir total angenehm. Also hast du ein bis zwei Nebenquests pro Planet. Ja. Ein, zwei Hauptquests. Und dann gehst du auf den nächsten Planet. Und dann geht's weiter. Das ist der Club Nefarious. Oh, man merkt richtig den Bass in dem fucking Dual Sense hier. Stark, oder? Das ist heftig. Ja, ich finde auch. Also der Controller krass, also ist echt, das ist schon heftig gemacht. Echt nice. So, wie oft müssen wir noch sagen, dass der DualSense geil ist, bevor wir Geld kriegen? Ja,
Das ist echt ein Problem, dass wir hier Werbung machen. Ist allgemein ein Problem, dass wir kein Geld kriegen. Für gar nichts. Nix. Also nur für ernsthafte Arbeit, aber ich würde auch gerne mal Geld für sowas hier. So, wen muss ich denn jetzt tot machen? Wenn du reich wärst, jetzt mal ganz ehrlich. Also ja. Wenn so Geld überhaupt keine Rolle in deinem Leben spielt, nur... würdest du dir ein Stadion von dir bauen? Ja, ne? So einen Vorgarten? Nee. In einen richtigen Garten dann oder irgendwie? Oder gar keine Statue einfach? Weiß nicht, ich würde wahrscheinlich einfach die Welt nach mir formen. Nach meinem Ebenbild. Das kommt natürlich drauf an, ne? Ich finde, wenn du jetzt irgendwie den Welthunger besiegt hast oder so und du baust dir dann selbst eine Statue, würde ich sagen, ja gut. Dann kann man auch sagen, okay. Ja, hat er auch noch verdient. Und dann würde ich mich eher fragen, warum hat dir niemand anderes eine Statue gebaut? So. Wenn du jetzt aber einfach nur reich wirst, dadurch, dass du hier, weiß ich nicht, irgendwie ein Versicherungsunternehmen gründest, wie hier Mehmet Göker und alle Leute abziehst und dann eine Statue bauen, ja, weiß ich nicht. Hat er sich eine Statue gebaut oder was? Nee, aber hat er vor. Der ist mir direkt eingefallen als schmieriger Typ. Ich hätte auch jeden anderen x-beliebigen... Die sehen doch fies aus, oder? Sind das fiese? Ja, aber die sind ja erstmal egal, die greifen dich nicht an. Ah, da warst du jetzt der Aggressor, muss ich ganz klar sagen. Das du kannst da, guck mal, rechts rüber, da mit dem L1-Sprung. L1. Nee, L1 genau, hier, aber hier rechts rüber, genau. Da oben am Hochgucken, da. Da doch! Jetzt liegst du ran. Hüpf! Pam, nee, okay, alles gut, du warst nicht böse. Jetzt kommt noch Zauna, guck mal. Die Elektrizität nochmal tot gemacht hier. Sehr schön. Da, guck mal, hier wieder so ein Kristall da rechts. Da. Sonst hau ich alles. Da. Wunderschön. Geil. Zum Glück habe ich den zerhauen, ey. Der würde richtig viel bringen. Ja, vor allem, wenn ich das Spiel noch weiterspielen werde wahrscheinlich. Du bist doch böse. Nee, du bist nicht böse? Nee, das ist unser Freund, der uns gerade zeigt, wo wir hin müssen. Auch da, ne? Die hat nichts gemacht. Die stand da nur. Jetzt macht sie was. Jetzt will ich sie erschießen. Boah, hat aber gerade so gereicht, glaube ich, ey. Stark. Ja, Maschine. Oh mein Gott. Geht da draußen eigentlich gerade schon die Welt unter hier? Es ist irgendwie Regen, Wind und. Draußen regnet, stürmt und schneit's. Heute kann es regnen. Stürmen oder? Oh mein Gott. Ja, du guck doch nicht dauernd, ob ich über. Natürlich funktioniert immer noch. Ich wollte nochmal gucken, übersteuern funktioniert immer noch. Ja, ja. Da, der Blaster Master. Hör doch mal auf, mit euren Lasern hier zu schießen und mich dort zu machen. Oh, huch. Bist du gerade einfach rückwärts über den Abgrund gesprungen, ohne es zu merken? Nee. Das ist aber, hab ich aber auch noch nie gesehen. So, ich hab keine Ahnung mehr, wo das... Ja, boah, hier ist Phantom und da müssen wir wieder rüberspringen. Hüpf. So, muss ich das jetzt hier... Ne, das habe ich jetzt das, noch tot. Na ja, diese festen Sammel-Items, die hast du dann auch einfach. Ah, das Spiel ist schon sehr freundlich, was sowas angeht. Auch allgemein, dass die ganzen Sammel-Items, die werden dir auf der Map angezeigt und so, wenn du erstmal da warst und so, das ist auch alles. Also die Platin-Trophäe war schon sehr einfach. Ich weiß, ich war der Aggressor, aber. Ja. Fand ich jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm, weil wir ja von eben wussten, dass die auch schießen. Man muss natürlich auch gucken, wo man bleibt, ne? Ist so. Ja, Freunde. Ich schon wieder das gleiche machen wie eben. Sehr gut. Schön. Komm, den haben wir doch. Tschüss. So. Jetzt musst du links sein. Ich kann dir einen Tipp geben. Da die Wand hochheben. Also das zeige ich dir jetzt nicht, wie das geht. So, nämlich. Da doch. Da doch. Du hast es jetzt zu locker geschafft und hast gesagt, ich mache mir das nochmal knapper. Ja. Finde ich gut. Ach,
Einmal gemacht vorhin, einmal alle angezeigt, das musst du machen. Man weiß gleich, was du machen musst. Das ist gut auf jeden Fall. Okay, alles klar. Boing, boing, boing. Hüpf. Und, nee, du bist ein guter. Kristall, da guck mir das an. Loot, Kristall, also jetzt bist du im Flow. Jetzt bin ich richtig drin, ja. Ich musste mich am Anfang, also ich stand kurz vor Panikattacken hier zwischendurch. Ja, da ist auch viel los, ne? Ja, also, genau, ich wollte sagen, weil einfach echt viel unterwegs ist hier. Man muss echt gucken, dass man seine Augen überall hat. Guck, langsam habe ich da einen Sense. Also, du wirst schon richtig angezogen von denen mittlerweile, ja. Ja, ich habe den sechsten Sinn ausgebildet. Ich so. Sehe tote Menschen. Vor allem sehe ich böse Gangster. Boxer. Viecher hier wieder. Aber da, weißt du was? Die mache ich mal hier mit drauf. So nämlich. Babam. Das ist irgendwie befriedigend, die Schrotze, ne? Wie die wegfliegen. Bam. Schrotze ist immer geil. Doch, das war's schon. Ach, guck mal, da haben wir noch einen. Komm mal hier hin, komm mal hier. Komm. Da ist er, kommt doch einer. Bam. Bam. Ah. Oh, so. Schön. Oh, dann bist du noch gar nicht tot. Mal gucken, ob man hier noch ein bisschen Lot einsammeln kann. Ach, du bist doch gleich down! Was ist denn los mit dir? Tschüss. Ach ne, den will ich so. Was hat das mit den Bäumen hier? Kann ich hier irgendwas machen? Nö, das ist einfach nur Deko, glaube ich. Schön. Nefarious City ist da. Da, guck dir das jetzt anders. Da, guck mal. Jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich das hat halt 10 Minuten gebraucht. Ja, am Anfang ist vielleicht noch. So. Nice work. Oh, Robocop, cool. Thanks. Die sehen echt aus, als wenn sie das in unglaublichen entsprungen, ne? Der sieht auch so ein bisschen aus wie dieser, wie ist der, Mr. Freeze? Oder wie hieß der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Den ersten unglaublichen Film damals habe ich echt krass gefeiert, ey. Ja. Bumm. Oh, jetzt kannst du nämlich mal schön von den Gegnern wegdashen. Oh, ich kriege Schnappen. Oh, guck dir das an. Auch einfach so eingebaut. Oh mein Gott. Kurze Kamera. Kamerapech hier, aber. Shit! Ah. Ich dachte, da müsste ich nochmal dashen. Naja, aber wie gesagt, also ist gut gemacht. Also neue Skill-Elemente irgendwie eingebaut direkt ins Game. Und hat ja vorhin auch geklappt mit dem einmal Viereck drücken, wo man das Ding drehen müsste. Dann mit dem linken Stick N. Also. Ist ja auch so ein bisschen. Wir sind noch am Anfang. Ja, gut, wir werden noch ein paar Sachen gezeigt, kriegst du ein paar Grund. Ja, aber das ist aber auch einfach eingebaut. Ja. Oh. Und später hast du halt einen richtig geilen Flow drin, ne? So, dann dashst du von links nach rechts, wechselst zwischen den Waffen hin und her und so. Und es kommen natürlich auch immer mehr Gegner und immer krassere. Ich fand den Schwierigkeitsgrad im Spiel. Ja, sehr gut. Im Schwierigkeitsgrad war jetzt nicht so hoch, also man kann das ruhig auch auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen. Aber muss man auch nicht. Also. Also schon stark gemacht, so. Vor allem, das Spiel einfach gut aus. Da lädt nichts nach oder so, da ploppen keine Häuser von hinten rein, das ist schon... Null, nix, gar nix. I'll make you a deal. You see that blimp? Take control of it, and I'll help you get into Nefarious Tower. It's the only place in the city you're gonna find a royal starship. What's so special about the blimp? Just find a way up to that rooftop. I gotta grab my gear. But I'll meet you up there. So, ich würde sagen, wir haben einen guten Schwung gesehen. Ja. Als nächstes müsstest du jetzt quasi ein Schiff müsstest du dir besorgen, damit wir von dem Planeten weg können, damit wir Klänge hinterher können. Wie fandst du so die erste Dreiviertelstunde? Ja, auf jeden Fall, also nice, also zur PlayStation 5 nochmal, also ist einfach nice gemacht, der Controller, der ist schön schwer irgendwie, man hat das Gefühl, man hat wirklich was in der Hand. Es ist für den Anfang gewöhnungsbedürftig, irgendwie die Art der Vibration,
zu spüren, weil es halt neu ist, weil du einfach nur das Rummeln hattest mit dem dicken Ding auf der einen Seite und mit diesem kleinen Ding auf der anderen Seite, was du seit 1000 Jahren hast, und dass das Ding jetzt also auch an Seiten vibriert, wo du denkst, okay, was geht ab und so, das ist echt, also ist heftig gemacht, also gute Arbeit, Sony ist stark gemacht, das Game. Haben wir eigentlich den Controller heute schon gelobt? Ne, das machen wir zum Schluss. Okay. Das machen wir zum Schluss. Ja, alles klar. Das Game, ja, also auf jeden Fall, die Welten sehen wahnsinnig aus, also absolut Lob an die Entwickler, okay, das so viel. Das spiegelt gerade in der Pfütze und ja, ne, sieht man ja auch nochmal ganz gut. Also der Einfallsreichtum hier, und wir haben jetzt ja wirklich in der ersten, ja, 50 Minuten und ein bisschen nur an der Oberfläche hier gekratzt, sag ich mal. Also das ist schon schick. Und wie du eben sagtest, also da poppt jetzt nichts auf irgendwie im Hintergrund. Kein Gebäude, was da irgendwie noch nachlädt oder irgendwie sowas. Ja, ist schon heftig gemacht. Spielprinzip, also gut, wir haben jetzt auch eben viel gelabert, ne? Ich bin jetzt auch nicht so super krass in der Story drin, aber erstmal irgendwie so ein super Bösewicht, der so ein bisschen geckig ist und so, immer nice, also ich könnte mir vorstellen, dass ich es nochmal, also wenn ich es hätte, wenn ich eine PS5 hätte, selber auch zocken würde, weil es einfach irgendwie nice, unterhaltsam ist. Es war für mich eben tatsächlich, deswegen habe ich auch den ganzen Loot übersehen, irgendwie am Anfang ein bisschen viel, aber ich glaube, das ist auch okay bei neuen Spielen und ja, überhaupt bei Spielen von der Art, wie man sie sonst nicht spielt, irgendwie da direkt ein Auge für zu haben. Es war viel los, es wurde von hier geschossen, wurde von da geschossen, da musst du dir noch die Knöpfe merken und so weiter. Aber es ist, die Tutorials sind nice, einfach eingebaut eben, wo wir dem Typi hinterhergelaufen sind, da hast du einfach hier, drück doch mal X, drück doch mal Dash in der Luft und so, und dann mach einen Doppelsprung, mach Dash und dann lauf hier an der Wand längs und so, und dann eine Viertelstunde später kommt eine ähnliche Situation und du weißt einfach, was du machen musst, das ist einfach nahtlos gemacht, stark gemacht, und auf jeden Fall, wenn ich eine PS5 hätte, dann klaue ich dir das Spiel auf jeden Fall mal. Also wird es von dir eine Empfehlung geben? Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine Empfehlung und genau, dreiviertel Stunde gespielt. Das finde ich gut. Das freut mich. Und Und ich kann auch nur sagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Also nochmal eine andere Sichtweise auf das Spiel. Und finde, es wird sogar noch stärker mit zulaufendem Fortschritt. Die Story ist echt, die ist jetzt nicht super krass komplex, aber die ist halt ganz schön, geht so ein bisschen um ein Thema Freundschaften und hier und da. So, ne? Ist eigentlich echt ganz süß rübergebracht. So ist ein nettes nebenbei. Aber sowas spielst du natürlich nicht wegen der Story, aber ist kurzweiliger Spielspaß. Also mir hat es super gut gefallen, wenn ihr eine PS5 habt und gerade nicht wissen wollt, oder nicht wissen wollt, oder nicht wisst, was ihr die nächsten 20 Stunden spielen wollt, dann macht fertig. Spielt Ratchet & Clank, Rift Apart. Ihr müsst die Spiele davor nicht gespielt haben, habe ich auch nicht, und das hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Dienst ist auch noch immer eine Ehre. Vielen Dank fürs Zusehen. Haben uns eigentlich schon irgendwann die Hand gegeben. Vielen Dank dir. Ich fand's auch super creepy gerade. deswegen möchte ich jetzt auch schnell Schluss machen. Ich geh jetzt auch Hände waschen erstmal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.